dualen Studiengang Bauingenieurwesen haben die Studierenden von Anfang an die Möglichkeit, praktische Tätigkeiten mit dem Studium des Bauingenieurwesens zu verbinden. Sie leben davon, dass sie eben wissen, wofür sie studieren, dass sie wissen, wofür sie wirklich, sagen wir, ihre Ausbildung benötigen. Und das ist ein großer Ansporn, um erfolgreich im Studium zu sein. Die Vorteile beim dualen Studiengang Bauingenieurwesen sind zum einen, dass ich die praktische Erfahrung zum Studium sammeln kann. Zum einen hier im ABZ Kerpen und zum anderen in den Firmen, also bei mir im Betrieb. Und dass ich gleichzeitig die Theorie in einem Studium an der FH Köln erwerben kann. Die dualen Studierenden kommen sehr früh in Kontakt mit den Baufirmen und haben dadurch einen frühen Praxisbezug. Sie lernen die Sprache auf dem Bau und davon profitieren beide Seiten, sowohl die Hochschule als auch die Studierenden. Der duale Studiengang Bauingenieurwesen ist für uns der wichtigste Ausbildungsgang in der Unternehmensgruppe. Begonnen haben wir damit im Jahr 2002 und waren somit eines der ersten Unternehmen. Hauptgründe hierfür sind einmal der steigende Nachwuchskräftebedarf, dann die große Chance, frühzeitig gute, exzellente Mitarbeiter an die Unternehmensgruppe zu binden. Die Dualstudierenden sind die Leistungsträger in unserem Studium. Sie sind sehr strukturiert, sie sind sehr wissbegierig und wollen wirklich was werden. Und das unterstützt auch unsere nicht-dualen Studierenden im Studium, sie sind also zielstrebig und wirklich die kommenden Führungskräfte für die Bauindustrie. Die Merkmale der Absolventen liegen darin, dass sie eine hohe Praxisorientierung besitzen. Das duale Studium ist in Anlehnung an das Vollzeitstudium aufgebaut. Es ist so, dass wir in den ersten beiden Semestern des Vollzeitstudiums die Module gesplittet haben. Das heißt, die dualen Studierenden, die studieren also dann 4 Semester statt 2 Semester. Und das führt im Endeffekt dazu, dass das Studium ein Jahr länger andauert, also 2 Semester länger wird bei den dualen Studierenden. Allerdings haben sie in diesem ein Jahr dann die Möglichkeit, 2 Abschlüsse hier zu erwerben, sowohl den gewerblichen Abschluss als auch eben den Hochschulabschluss. Die Betreuung im dualen Bauingenieurstudiengang ist sehr gut, da man durch das Berufsförderungswerk der Bauindustrie an die Hand genommen wird. Man wird da durchgeführt und bekommt Dinge erklärt, die man sonst so schnell nicht in Erfahrung bringt und somit sich schneller auf das Lernen konzentrieren kann. Der Grund für die Studienwahl an der Technischen Hochschule Köln war zum einen der nahe Bezug zum Ausbildungszentrum Kerpen und zum anderen die schöne Stadt Köln. Die Vorteile gegenüber einem normalen Studiengang liegen vor allem darin, dass man praktische Erfahrungen auf der Baustelle und im Ausbildungszentrum sammelt und man sich unter den Vorlesungsinhalten in der Hochschule so besser etwas vorstellen kann. Wir bieten das duale Studium Bauingenieurwesen in der Kombination mit dem Straßenbauer an und bilden in der Regel pro Ausbildungsjahr 1 bis 2 Auszubildende aus. Das Ausbildungszentrum in Kerpen ist für uns ein sehr wichtiger Kooperationspartner. Nicht nur, dass unsere gewerblichen Auszubildenden dort eine umfassende Ausbildung genießen, gerade in den ersten 2 Ausbildungsjahren, auch dort finden wir die Ansprechpartner für alle unsere Belange, das duale Studium betreffend. Bei meiner Ausbildung ist mir besonders wichtig, dass ich viele praktische Bezüge sehe und auch nicht unbedingt nur mein Gewerk kennenlerne, sondern dass ich in alle Richtungen mal reingucken kann und auch einen möglichst breiten Überblick bekomme über die verschiedenen Gewerke, die es auf dem Bau gibt. Die Ausbildung im Ausbildungszentrum Kerpen gefällt mir sehr gut, weil sie sehr persönlich ist. Ich mach's dual. Und was mit dir?